Die wissenschaftliche Tagesschau heute. Ich habe für Sie wieder viele Sendungen im Internet gesichtet. Wir hatten diesmal ein Übergewicht der Linksradikalen im Internet. Und die Rechtsradikaleren werden wir natürlich auch streifen. Und ja, unsere Gesellschaft, unsere Mainstream ist ja so ein bisschen gespalten. Da sind irgendwie in der so ein paar linkslastige Elemente in unserer Gesellschaft, in der Mainstream-Gesellschaft und ein paar rechtslastige Elemente, aber die sind nicht miteinander versöhnt, sondern die stehen eigentlich so wie so ein Stückwerk nebeneinander, so unvereint, unverschmolzen, und als die verschmelzende Mitte steht eben nur die Naturwissenschaft in der Mitte, die nextscientistsforfuture.de. Und ja, dann schauen wir mal, wie die Linksextremen und die Rechtsextremen aus der Mitte heraus aussehen. Und wir hatten ja gestern, glaube ich, war es die neue Rechnung vorgestellt. Ich mache es mal ganz kurz, kleine Wiederholung, kann ja nicht schaden. Neue Rechnung, gerade wurden über 100.000 angebliche Corona-Tote weltweit behauptet, also innerhalb der letzten 3 Monate. Weltweit sterben innerhalb von 3 Wintermonaten 25 Millionen Menschen. Eine Schwankung von 4 Promille, also 25,1 statt 25 Millionen Toten, ist ein Witz. Darüber auch nur nachzudenken, ist ein Scherz. Wenn jetzt 3 Millionen wären, könnte man vielleicht mal nachdenken. Und auch das Argument zieht nur 100.000 Tote wegen der Maßnahmen. Das ist der Schwachpunkt natürlich dieser Argumentation, denn ansonsten wäre es klar, also sozusagen hätte man dem Virus freien Lauf gelassen weltweit, dann würde man doch mindestens mal 3, 4, 5 Millionen mehr Tote Übersterblichkeit fordern jetzt in den letzten 3 Monaten. Aber da kam jetzt die Behauptung, ja, wir haben ja weltweit Maßnahmen gemacht. Und das glaube ich nicht. Da sollten Sie dann selbst mal nachgoogeln. Wir haben ungefähr 200 Staaten auf der Erde. Und es ist absolut unwahrscheinlich, dass auch nur in einem Staat das Coronavirus nicht angekommen ist. Bei unserer vernetzten Welt ist das undenkbar. Ja? Überall sind menschliche Kontakte gewesen und es ist unvorstellbar, dass auch nur ein Staat der Erde sozusagen da nicht das Coronavirus im Lande hätte. Und wenn das so ist, dann würde das bedeuten, dass wir ja auf der Welt auch, es ist absolut unwahrscheinlich, dass alle Länder der Erde, alle 200 Staaten der Erde, die gleichen intensiven Maßnahmen gegen Corona sozusagen gemacht haben. Ja, sondern wir hören zum Beispiel von Afrika gar nichts irgendwie, und wir haben so viele Staaten auf der Erde, und ich kann mir vorstellen, dass viele von denen wegen der Armut der Bevölkerung, die also von ihren 2 Euro am Tag leben, denen können sie nicht das Arbeiten verbieten und die menschlichen Kontakte, weil die dann einfach verhungern, und dann haben sie Hungertote statt Corona-Tote. Ne? Also von daher gehe ich mal raus, aber jetzt dadurch, dass also viele Staaten wahrscheinlich deutlich schwächere Maßnahmen gemacht haben als Europa, USA, China, wobei China ja schon längst wieder auf Kurs ist, ne? Und uns vielleicht davonzieht. Ich habe ja mal zum Spaß so eine Anekdote gemacht. China hat die verrückten kapitalistischen Länder an ihrer Medizingläubigkeit gepackt und hat sie in die Hysterie versetzt. Und jetzt zieht China wirtschaftlich davon, und am Ende wird China schneller als geahnt sozusagen der Weltführer werden, sozusagen die Weltherrschaft übernehmen können. Ne? Das ist aber nur natürlich eine scherzhafte Anekdote. Aber ja, was machen wir mit
100.000, also die Frage ist halt, jetzt müsste man eigentlich, müssten Sie alle mal googeln nach den anderen Staaten dieser Erde. Und wenn die teilweise weniger Maßnahmen gemacht haben, wie Schweden, wo man natürlich von außen riesigen Druck macht, die auch zu panifizieren, also in Panik zu versetzen, sozusagen Weißrussland und aber auch es gibt ja so viele arme Staaten der Erde, ja, die vielleicht gar nichts machen können an Maßnahmen und in denen jetzt ja eigentlich deren Sterbestatistiken in die Höhe schnellen müssten, aber wahrscheinlich nicht tun, ne? Also da müssten Sie alle mal selbst googeln. Also warum google ich nicht? Weil ich das sowieso ja alles nicht glaube, weil warum? Ich bin die naturwissenschaftliche Argumentation ist ja noch mal ganz kurz, keine Sendung ohne Beweise. Ich mache das jetzt nur mal als Beispiel. Also der erste Heiler der Menschheitsevolution vielleicht vor 170.000 Jahren. Die paläoanthropologischen Daten weisen in diese Richtung hin, ja. Und der sagt, nein, also ihr müsst euer liebevolles Kommunenleben weiterführen, da seid ihr glücklich und entspannt und habt also dadurch ein starkes Immunsystem. Und dann müsst ihr ausschließlich naturbelassene Früchte, Obst, Nüsse, Wildkräuter und so weiter essen. Und nichts anderes und bloß nicht diese neu aufkommenden, von den Händlern mittlerweile rumgereichten Trockenfrüchte und all den anderen denaturierten Kram. Das schwächt alles euer Immunsystem und dann werdet ihr häufiger krank. Und wenn ihr meine Tipps befolgt, braucht ihr mich nie wieder. Ja, und dieser gute Arzt der Evolution sozusagen, der hat natürlich nicht viel Einnahmen, weil nach einem Besuch sind die Leute so gesund und bleiben gesund, ja, gut beraten halt, ne? Und dann haben wir aber irgendwann vielleicht den tausendsten, zehntausendsten Heiler der Evolution und der irrt sich halt, denn Mutation und Selektion, Variation und Selektion sind das Naturgesetz des Universums, mindestens genauso wichtig wie das Gravitationsgesetz von Newton oder so, ja, das Naturgesetz der Gravitation. Und das Naturgesetz von Mutation und Selektion und Variation und Selektion führt zwangsläufig dazu, dass wir auch im Gehirn Mutationen haben, also memetische Mutationen irgendwann haben. Und dann irrt sich halt zufällig einer, der spinnt aus irgendeinem Grund. Die Evolution geht viele Wege. Und der sagt halt jetzt, nein, ihr könnt alle diese Produkte der Lebensmittelhändler, der Nahrungshändler, könnt ihr bedenkenlos essen. Nein, warum ihr krank werdet und krank seid, ist doch nur die Folge dessen, dass ihr von mir zu wenig Heiltränke trinkt und zu wenig Zaubertränke und später dann zu wenige Impfungen von mir bekommen habt und zu wenige Tests und Medikamente und Chemotherapeutika und Operationen. Ja, davon habt ihr alle zu wenig, nur deswegen seid ihr jetzt krank geworden, ne? Dadurch bleibt natürlich zum Beispiel die krankmachende Ernährung und der krankmachende moderne Lebensstil natürlich nicht korrigiert, der wird gar nicht angesprochen sozusagen. Und dadurch entsteht ein neues Symptom nach dem anderen und der Heiler verdient unendlich gut, kann den hier auskonkurrieren. Seine mobile Praxis, wird immer schicker und immer beeindruckender. Dessen hier, der muss seine mobile Praxis muss sein Urenkel schließen, mangels Ertrag, ja. Und das ist das schreckliche Wirken der freien sozialen Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall, ja, dass eben genau das passiert, dass hier diese Irrtümer, die gewinnbringenden Irrtümer, zu großem Fortpflanzungserfolg führen. Hier zwei Kinder, eben nicht nur eins, sondern hier zwei Kinder ernähren, dann hier drei Kinder und dann eine ganze Familiendynastie von Medizinprofessoren entsteht, die uns alle in die Irre führen, weil sie selber die Irrtümer glauben. Also nicht böse Absicht. Es gibt in der freien sozialen Marktwirtschaft keine böse Absicht, sondern nur Irrtümer, die uns alle umbringen. Irrtümer töten uns sozusagen.
Und deswegen glaube ich ja sowieso kein Wort, wenn mir ein Medizinprofessor behauptet, da ist ein Killervirus unterwegs. Ja? Ich habe immer wieder verfolgt, auch Ebola, Killervirus und so weiter. Aber irgendwie hatten wir dann in Europa nicht einen einzigen Ebola-Toten. Ja? Also ein Killervirus, der sollte schon auch mal über die Welt wandern und mal ein paar Millionen zusätzliche Tote erzeugen. Ne? Bei 8.000 Millionen Menschen auf der Erde. Ne? Sollten doch mal ein paar Millionen Unterschied ausmachen, wenn wir schon vom Killervirus reden. Angeblich sind bei der Pest ein Drittel der Weltbevölkerung gestorben. Das ist doch mal was. Das wären bei uns ja ungefähr 2.600 Milliarden ungefähr, ich müsste das selbst nachrechnen, aber irgendwas von 2.600 Millionen Menschen müssten ja erstmal sterben, dass wir von einem Pestausmaße reden könnten. Und die Pest hatte ganz garantiert ganz gute Bedingungen, ja, und die guten Bedingungen bestanden darin, dass also sozusagen, ja, die guten Bedingungen bestanden daraus, dass extrem krankmachende Ernährung, extrem vitaminarme Ernährung auf extreme unhygienische Verhältnisse in den Städten trafen. Und dann dieses schwache Immunsystem war dann auch den Rattenflöhen und deren speziellen Killerkeim sozusagen nicht gewachsen. Und so etwas kann sich deswegen jetzt nicht nochmal wiederholen, weil wir trotz der schrecklichen Fehlentwicklung unserer Nahrungsindustrie sozusagen doch immerhin noch so ein paar Vitaminchen immer mal abkriegen und so weiter, während damals die Leute wahrscheinlich monatelang, jahrelang hintereinander vielleicht nur Getreide gegessen haben oder irgend sowas und damit natürlich völlig immunschwach geworden waren. Ja, gehen wir nochmal weiter, ja? Gut. Ja. Ja, also die Maßnahmen sind eben auch, habe ich ja eben schon gesagt, höchstwahrscheinlich nicht flächendeckend identisch weltweit. Ihr müsstet jetzt also nach Unterschieden googeln. Aber komischerweise ist ja klar, dass niemand die Wahrheit wissen will. Das wäre einfach peinlich jetzt, ja, wenn das rauskäme, dass die Corona eigentlich nur eine neue Variante der Schweinegrippe-Hysterie ist, sozusagen, ja. Also für mich ist halt klar, also Medizinirrtum, wie immer halt, das steht naturwissenschaftlich, wie ich ja eben naturgesetzlich bewiesen habe, sozusagen schon lange fest. Weil wir eben diese Wohlfühlstimme der Next Scientist for Future.de ja nicht haben, die Medizinirrtümer verschwinden lassen würde. Also ja, die Next Scientist for Future.de. Nehmen wir den Weltrat hier, da waren, irgendwo sind die einige der Professorinnen und dann hier, ja hier, Wohlfühlnote, ja, das ist das, die Wohlfühlstimme als Weiterentwicklung von Bhutans Bruttonationalglück, was so nicht brauchbar wäre, deren Modell. Und auch die Gemeinwohlökonomie von Christian Felber ist ja völlig unbrauchbar. Ja, aber das ist die sozusagen schon das ältere Modell, bei denen, die haben das ja schon viel älter entwickelt, das Modell mit der Wohlfühlnote und so weiter. Das heißt, wir müssen sozusagen jetzt auch im Gegensatz zu den linken Positionen, wir müssen sagen, lieber Milliardärskönige, wir wollen euch helfen. Hier sind die neuesten Zahlen, ja? Nochmal ausgerechnet mit Taschenrechner, das mache ich jetzt nicht nochmal vor, aber von eurer möglichen Lebenszeit raubt euch die freie soziale Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, in der wir leben sozusagen, raubt euch ihr habt nur 63% Lebenszeit. Also, wie viel sind es? 37 geraubte Lebenszeit. Wollt ihr wirklich als die reichsten und einflussreichsten und mächtigsten Menschen dieser Welt, liebe Milliardärskönige, wollt ihr euch das wirklich gefallen lassen, nur weil wir in einem unglücklichen System leben, der freien sozialen Marktwirtschaft? Ja, also
37% Lebenszeitverkürzung auch für euch. Ja? Denn auch wenn ihr ein bisschen vielleicht gesünder lebt, weil ihr intelligenter seid als die Masse, ein bisschen gesünder lebt, aber dann könntet ihr halt eben trotzdem, fehlen euch 37% eurer möglichen Lebenszeit. Die sind euch geraubt durch die freie soziale Marktwirtschaft. Dann sozusagen, dann die Daten sind eindeutig, da ab 47 die meisten Menschen krank seid, ihr werdet chronisch krank sind und ihr werdet vielleicht erst mit 57 chronisch krank, eben weil ihr intelligenter seid und nicht so auf alles so reinfällt, was so angeboten wird im Ernährungssektor sozusagen. Aber dann auch dann fehlen euch, habt ihr nur 37% Gesundheit. Es sind euch also, da kehren sich die Zahlen um. Ja, vorher waren es 37% Verlust an Lebenszeit, 37%. Und jetzt haben wir 63% Verlust an Gesundheit. Ja, also ihr habt quasi 63% weniger Gesundheit als volle Gesundheit. Bitte helft, arbeitet mit den nextscientistforfuture.de zusammen und dann sage ich euch etwas und das belege ich jetzt mal ganz kurz. Ihr habt nur 5% Lebensqualität, also 95% Verlust an Lebensqualität zahlt ihr jeden Tag, wie jeder andere Bürger auf dieser Erde, für als Preis für die freie soziale Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall und von Mises, den ich auch gleich noch erwähnen werde. Das ist der Preis, den Sie zahlen, liebe Milliardärskönige, und ich spreche Sie ganz bewusst an, weil, weil alle anderen ja in der Welt nichts zu sagen haben. Und das ist ja Fakt. Ne? Und jetzt gehen wir mal drauf ein. Hier. Das ist Kommunismus. Das ist echter Kommunismus. Der hat überhaupt nichts zu tun mit diesen verrückten Linksradikalen, wenn die von Kommunismus reden, meinen die meistens irgend sowas wie Stalinismus, also schreckliche Dinge, also Mord und Totschlag und Menschenabschlachtung und so weiter. Die Naturwissenschaftler haben einen ganz anderen Blick auf Kommunismus, Sozialismus und Planwirtschaft. Also da ist alles völlig anders, weil es nicht direkt eins zu eins ist mit diesen spinnenden Linksextremisten sozusagen. Ja? Das ist völlig anders. Aber versuchen Sie mal als Milliardärskönig sozusagen dieses Liebevolle und das Entspannte und das Glückliche irgendwie in diesem Bild zu spüren. Ein Mini-Ausschnitt aus einer kleinen Affenkommune. So sahen wir vielleicht unsere Vorfahren auch vor einiger Zeit aus. Und die waren noch weit entfernt davon, voll pazifistisch, voll liebevoll, voll friedlich zu sein und so weiter, weil die haben zu kleine Gehirne. Ja? Da ist dann der Faktor des Sozialen, der sozialen Intelligenz noch viel zu gering, um so richtig friedlich zu sein und die soziale Intelligenz ist das Entscheidende, die uns friedlich, pazifistisch, liebevoll, kooperativ werden lässt, und die Kooperation ist nun mal das überlegene Prinzip in der Evolution, wenn die Voraussetzungen dafür da sind, und Kooperation erfordert überlegene Gehirngrößen, ne? Hier haben wir schon etwas größere Gehirne. Ich kann allerdings selbst nicht unterscheiden, ob es sich um gemeine Schimpansen handelt oder Bonobos. Ja? Die gemeinen Schimpansen haben zwar auch einigermaßen große Gehirne, 450 Milliliter vielleicht im Durchschnitt, aber eben ganz geringe soziale Intelligenz. In Studien hat man festgestellt, dass sie nur ganz geringe Kooperationsfähigkeiten haben, dass sie dafür nicht sozial intelligent genug sind, während Bonobos die schon haben. Also sind eigentlich von der sozialen
sozialen Intelligenz, die Bonobos, trotz ungefähr gleicher Gehirngröße, uns natürlich viel ähnlicher, weil wir mit unseren 1350 Milliliter Gehirnvolumen natürlich Pazifismus und soziale Intelligenz maximal, also nicht maximal, sondern schon sehr stark gesteigert haben, weswegen wir davon ausgehen müssen, dass also die Homo erectus Kommunen vor 400.000 Jahren sozusagen total pazifistisch waren und voll kooperativ und so wie die Bonobos die Beziehung zu den Nachbargruppen aus friedlichen, liebevollen Besuchsfesten bestand und nicht aus Überfällen, ne? Und so weiter. Und da eben jede Kommune für sich war, gab es auch keine Staaten, sondern Staaten sind also ein Kunstprodukt der freien sozialen Marktwirtschaft, ja, vielleicht letztendlich von der Kriegsindustrie entstanden oder wie auch immer. Und es brauchte gar keinen Staat, weil wenn jede Kommune mit der anderen in liebevollem im Kontakt steht und sich die Gene der leistungsfähigen Individuen der Gruppen sowieso ausbreiten konnten über die Liebeskontakte mit den Nachbargruppen sozusagen, dadurch war dann also das biologische Wettbewerbsprinzip, dass es immer darum geht, dass jede Art immer ständig in der Leistungsfähigkeit wachsen muss, sonst stirbt sie aus, weil dann die anderen Organismen aufholen und sie überholen. Also dieses Grundprinzip der naturwissenschaftlichen Analyse. Ja, also ist immer so, das muss in jeder Art muss es immer so sein, dass hier mehr Enkelkinder resultieren und hier entweder gar keine oder sehr wenig Enkelkinder resultieren, damit die Leistungsfähigkeit der Art immer zunimmt, ja, da der Gesamtart immer zunimmt und damit die Konkurrenz zum Beispiel zu Viren wie Corona oder so, der Abstand zu Viren, zu Bakterien immer groß genug bleibt, zu Raubtieren und zu anderen immer der Abstand groß genug bleibt, dass die keine Bedrohung mehr werden. Und nur dann wird eine Art sozusagen zur dominanten Art auf der Erde und kann es auch bleiben. Ja? Wenn also jetzt hier eine Art ihre Evolutionsgeschwindigkeit reduziert, zum Beispiel indem hier gar keine Kinder mehr geboren werden und hier sehr viele, sie sich also rückwärts entwickelt, auch vom genetischen Material her, dann übernehmen andere Arten die Erde. Und ich habe ja schon angedeutet, dass es dann jederzeit sein kann, dass ein Killervirus wirklich mal alle tötet, denn die anderen Arten, zum Beispiel Schimpansen und Bonobos und Gorillas, haben eine viel höhere natürliche Immunabwehr dann sozusagen. Und dann kann sich dort ein sehr aggressives Virus entwickeln, das von den Affen und deren Immunsystem gut in Schach gehalten wird, da wir uns aber zurückentwickelt haben und dann auch noch krankmachende Ernährung dabei haben und immunschwächende Lebensstile insgesamt, dann kann es schon mal sein, dass vielleicht wirklich Milliarden von Menschen durch einen Killervirus hingerafft werden. Deswegen sind wir gezwungen, immer evolutionsbiologisch weiterzurennen. Denn wie heißt es so schön in einer Parabel sozusagen, hier in dieser Welt der Evolution musst du so schnell weiterrennen, wie du kannst, um überhaupt an derselben Stelle zu bleiben. Und denn alle anderen rennen ja auch. Und wenn du sagst, nö, wir können doch mal aufhören zu rennen, wie das die Linksextremen wollen, dass sie sagen, nö, wir hören jetzt mal einfach auf zu rennen, dann ist einfach auch die Art an sich schon gefährdet, sogar die ganze Art. Ja? Nicht nur der einzelne Staat jetzt in der Konkurrenz und im Wettbewerb zu allen anderen Staaten ist dann gefährdet, ja, dass er dann möglichst ein Kriegsopfer wird, wie Saddam Hussein mit dem Irak, der dann einfach mal, wo alle mal schnell abgemurkst werden und so weiter. Oder die nordamerikanischen Indianer und südamerikanischen Indios, die man mal auf die Schnelle abschlachtet, ne, und so weiter. Das sind Dinge, weswegen das leider Europa und Deutschland unter dem Zwang stehen, weiter rennen zu müssen. Oder sie können gleich sagen, wir leben in Zukunft auf dem afrikanischen Standard und vielleicht werden wir irgendwann alle eliminiert und durch die Bevölkerung anderer Staaten ersetzt, ne, sozusagen.
Ja, also das nochmal hier, also hier ist der Kommunismus und ja, lieber Milliardärskönig, für Sie sehen vielleicht diese nicht, natürlich nicht so schön aus, weil wir sind nun mal genetisch doch noch einen ganz kleinen Punkt anders. Wir haben kein Fell. Uns gefallen natürlich unsere Gesichter mehr als Affengesichter und so weiter. Aber Sie können ein bisschen von dem Liebevollen in der Kommune hier vielleicht spüren, hier die zärtlichen Kontakte, hier das Lausen und Fellpflege und all das Liebevolle, ja, das ist wahres Glück. Das Merkwürdige ist nämlich, wir sind genetisch so programmiert, dass wir in so einer Situation uns wirklich glücklich, entspannt und geborgen fühlen. Und all das ist Lebensqualität. Lebensqualität ist kommunistisches Leben, ja. Aber wie gesagt, hat nichts mit Stalinismus und all diesen verrückten Dingen zu tun. So, dann gehe ich jetzt mal weiter. Ne? Gehen wir mal wieder zu unserer Tagesschau, die heute. So. Der Markt regelt gar nichts, sagt einer der Betriebsräte von Daimler. Ja? Der Markt regelt gar nichts. Die Gewinne werden privatisiert, die Verluste sozialisiert. Lieber Herr Dr. Markus Krall, ja, der Markt regelt gar nichts. Und natürlich ist es doch selbstverständlich, dass in einer gesunden naturwissenschaftlichen Planwirtschaft natürlich Marktelemente eingesetzt werden, wo sie sinnvoll sind. Da wurde im Internet auch darüber gesprochen, fand ich ganz spannend, dass eben die Schweiz nur deswegen das beste öffentliche Verkehrsnetz Europas wohl angeblich haben soll, weil es eben nicht privatisiert hat, sondern es doch einer staatlichen Planwirtschaft unterstellt hat. Und man kann doch auch in eine staatliche Gesamtregie ganz viele marktwirtschaftliche Leistungsmessungselemente, Wettbewerbselemente einsetzen, die sozusagen die Mitarbeiter motivieren, mitzudenken, Innovationen zu liefern und kreativ, aktiv die an der Verbesserung dieses öffentlichen Verkehrsnetzes zu feilen. Also man muss doch das alles mit Abwägung machen. Alles immer einem wilden Markt zu überlassen, führt eben dazu, dass eben bei dem wilden Markt ja eben immer die gewinnbringenden Irrtümer sozusagen sich durchsetzen, ja? Und damit der Riesenschaden für alle entsteht. Ja, und sozusagen. Ja, zum Glück, also nochmal zu den 5% Lebensqualität. Ich deute es nur ganz kurz an. Ja? Liebe Milliardärskönige, wo sind Ihre 95% Ihrer Lebensqualität hin verschwunden? Ne? Wo sind sie hin verschwunden? Dahin, dass hier sozusagen die ersten Heiler und Händler gleichen Tenor hatten. Ihr müsst unbedingt euer liebevolles Kommunenleben weiter behalten und wir liefern euch gesunde Früchte, gesunde Nahrung und so weiter. Alles harmonisch, ja? Aber in dem Moment, wo sich Händler und Schamane irren und der Händler sagt, nein, ihr könnt meine Kunstnahrung essen, die ist auch, kann ich auch viel billiger anbieten, eben weil sie so künstlich billiger hergestellt wird und so leicht transportierbar ist und so weiter und konserviert ist mit Konservierungsstoffen später und so weiter. Und der Schamane sagt, ja, nee, ihr könnt das ruhig alles essen, es ist total gesund, ja, euch fehlen nur meine Heiltränke, mehr von meinen Produkten, Heiltränke, Impfungen, Chemotherapien, Operationen, davon müsst ihr einfach mehr kaufen, dann geht es euch allen gut sozusagen. Und diese gewinnbringenden Irrtümer, die haben jetzt dazu geführt, ja, dass erstmal schon die Evolution in Richtung Krankheit durch die freie soziale Marktwirtschaft, dass Dr. Markus Krall natürlich vorprogrammiert war. Ne? Und dann, aber es ist eben passiert, sozusagen, dass jetzt noch was Neues dazugekommen ist.
Ja, diese Schamanen, diese Heiler und diese Händler, die haben ja gesagt, ach, schön, wie ihr euch alle schmust miteinander in eurer kommunistischen Lebensweise, ist ja herrlich und so weiter. Ja. Ich komme ja auch bald wieder nach zu Hause zu meiner Kommune und werde das auch wieder genießen und so weiter. Und ist auch toll, wie ich hier so sofort liebevoll in die Kommune als Händler und Heiler aufgenommen werde und gleich mitgenießen darf und so weiter. Herrlich, ja. Und dieser hier, das ist der den Totalirrtum, vielleicht der zehntausendste Heiler und Händler und vielleicht beide haben irgendwie diesen Zentralirrtum, ja? Nämlich, dass sie sagen, oh, ist das eklig, euer Geschmuse, widerwärtig, ekelhaft, ja? Igitt, pfui, und da könnt ihr euch ja alle infizieren und ach, und wie schrecklich ist das, und das ist so unkeusch und lasst das doch, ja? Und davon lassen sich eben Menschen als die suggestibelste Art der Erde. Die sind nicht gewöhnt, dass sie so quasi mit solchen irren Gedanken konfrontiert werden, denn die neigen erstmal dazu, alles, was als Botschaften kommt, erstmal zu glauben. Sieht man ja bei Corona. Da muss ja nur ein Heiler, ein Herr Drosten sagen, hier ist der Killer-Virus und dann sagen alle ja und Amen, ja und jetzt kriegen wir Panik, ja und dann ja und wir gehorchen, ja und so weiter. Und hier so genauso haben damals auch die Menschen das teilweise befolgt, haben ihr kommunistisches Leben reduziert, die Liebe wurde reduziert und dann kam es in den Kommunen zur Abspaltung der Vorfahren der Milliardärskönige und der Vorfahren der Verbrecher. Die beiden spalteten sich ab aus den Kommunen, also hier, wir haben es also hier, wir hatten dann die Abspaltung und oben und unten im Prinzip könnte man sagen in der Evolution. Ja, also hier haben sich die Vorfahren der Milliardärskönige aus den Gruppen abgespalten, weil ja, man liebt mich nicht mehr, ich bin nicht mehr glücklich, jetzt spiele ich halt mal so ein Händlerspiel oder so ein Schamanenspiel, so ein Heilerspiel und werde mal halt Akkumulateur von Macht und Gütern. Ja, und so kam es dann zur Spaltung der Gesellschaft. Und die zweite Spaltung ist eben die zwischen Verbrechern und der Gesellschaft. Ja, und denn die Verbrecher sagten, ja, ich bin jetzt nicht mehr geliebt und so weiter und na gut, ich bin nicht fähig genug, das Händlerspiel und Heilerspiel erfolgreich zu spielen, also spiele ich das Verbrecherspiel, ich hole mir einfach mit Gewalt, was ich will, ne? Und werde kriminell und so weiter. Ja? Und da haben wir dann die Spaltung, eigentlich die Dreispaltung der Gesellschaft, die Gesellschaft, die mittlere Gesellschaft, dann die Abspaltung der Vorfahren der Milliardärskönige und die Abspaltung der Verbrecher hier unten im niedrig qualifizierten Bereich, im dummen Bereich sozusagen, ja, und ja, und ja, dann gehe ich mal weiter, ne, ja, dieser Betriebsrat sagt also, lieber Dr. Markus Krall, der Markt regelt gar nichts, ja, sondern natürlich muss man in einer gesunden Marktwirtschaft Elemente haben von Markt, von Wettbewerb, von Leistungsmessung, von Leistungsmessungsranglisten, Transparenzranglisten der Leistung und so weiter. Also ja, aber die müssen alle sinnvoll und gezielt eingesetzt werden mit Verstand, mit naturwissenschaftlichem Verstand. Und es darf nicht dieser freie, wilde, alles zerstörende, irrtumsgenerierende Markt, Irrtümer multiplizierende Markt, es ist nicht der irrtumsgenerierende, sondern es ist der irrtumsmultiplizierte, denn Mutation und Selektion generieren die Irrtümer, ja, hier, das war ein Mutations- und Variationsereignis, diese Irrtümer, ja, aber dass sie dann multipliziert werden, das schafft der freie Markt. Der freie Markt multipliziert eben die Irrtümer, anstatt wie die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme, die kehrt die Sache um. Wer sich also irrt und das Wohlbefinden und die Gesundheit der Bevölkerung beschädigt, muss irgendwann seinen Laden schließen oder seine Praxis schließen. Und wer
sein sozusagen das Wohlbefinden und das Glück und die Gesundheit der Bevölkerung fördert, der wird mit Verdienstzuschlägen überschüttet und wird Marktführer und kann viele Kinder ernähren und eine große Familiendynastie begründen von Leuten, die die Wahrheiten weitertragen, statt der gewinnbringenden Irrtümer früher. Ne? Ja, die Wirtschaft muss der Gemeinschaft, dem Gemeinwohl dienen. So ungefähr äußert sich der Betriebsrat von Daimler. Da hat er eben recht, das muss so sein. Dem wird aber nur mit der Wohlfühlstimme Genüge getan und mit ähnlichen Konzepten. Es gibt ja noch hunderte andere Alternativkonzepte der Next Scientist for Future.de, aber eben nicht mit dem wirren Konzept von Christian Felber, das so sozusagen eine Tarnkappenversion ist des Linksextremismus. Denn hinter dem Ganzen steckt auch wieder ein Hass auf die Reichen, ein neidgesellschaftliches Phänomen, und damit kann man natürlich keinen Staat machen. Ja? Denn Staat heißt immer Versöhnung aller mit allen. Ja? Ja, KenFM, ja, KenFM heute doch wieder mal sehr, oder heute und gestern doch wieder mal ein bisschen auch sehr linkslastig, also ein bisschen linksradikal auch wieder. Ja, so hier, Gehorsam, spricht von Gehorsam, dass die Menschen also gegenüber den Mächtigen doch zu gehorsam sein, und dann spricht er von Widerstand. Ja, also das geht immer wieder nicht Versöhnung, ja, nicht Versöhnung mit den geliebten Milliardärskönigen, sondern immer wieder irgendwie Widerstand, ja, ihnen nicht gehorchen. Das hat immer so was linksradikal, linksextremistisch, rebellisches, und das ist eine Sackgasse, lieber KenFM, das ist eine reine Sackgasse sozusagen. Das wird nichts, ne? Dann eine andere KenFM-Sendung, allerdings ein anderer Moderator, Kaiserschnitt. Also da geht es um das Mikrobiom, also die Tatsache, dass wir selbstverständlich sozusagen aus unzähligen Mikroben bestehen, also dass wir an unserem Körper und in unserem Körper wahrscheinlich so 1,5 Kilo Mikroorganismen haben, die wir weder sehen noch spüren, aber die ganz wichtige Symbionten von uns sind, und die also, wir sind also eine Kolonie, jeder einzelne Mensch ist eine Kolonie von Lebewesen, ne? Und die auch sein müssen. Also jeder Versuch, irgendwo den Rachenraum zu desinfizieren, hat wahrscheinlich schädliche Folgen zur Folge, weil wir unsere Gäste, unsere Symbionten abtöten. Genauso, da wurde auch drüber gesprochen, ja, einerseits über den Kaiserschnittwahn, ja, wo ja dann die Frauen eben nicht dadurch, dass die Babys nicht durch den Unterleib austreten und dort nicht mit dem Mikrobiom geimpft werden, also überzogen werden, dass die Babys brauchen sozusagen, die Alternative ist ja dann das, dass man einen Lappen nimmt und den quasi in den Unterleib steckt und damit das Baby abreibt, besonders natürlich den Mund und so weiter, damit all diese Mikroorganismen dann auch aufs Baby übergehen. Bei Koalas gibt es das so schön, das ist ein bisschen eklig, aber bei den Koalas ist es dann so, Koalabären, ja, ist es dann so, ich glaube in Australien leben die, da ist es dann so, dass die Babys den Kot der Mütter trinken und oder essen sozusagen und dadurch geimpft werden, übrigens auch mit den Bakterien, also gefüttert werden mit den Bakterien, die sie im Darmtrakt brauchen, um diese giftigen Eukalyptusblätter überhaupt überleben zu können. Ohne dass sie die Scheiße der Mütter fressen sozusagen, könnten sie die giftigen Eukalyptusblätter gar nicht essen und gar nicht, dann würden sie ja tot vom Baum fallen sozusagen, ja. Also insofern, das ist ganz normal, dass die Mutter auch ihr Mikrobiom natürlich an das Kind weitergeben muss. Ne? Und das wird durch den Kaiserschnitt verhindert. Jetzt sind wir wieder bei den gewinnbringenden Irrtümern, ja. Sozusagen, das war ja schon vor Jahrzehnten zu sehen, dass eben plötzlich die Zahl der Kaiserschnitte zunehmen, als mehr Geld dafür bezahlt hatte, weil eben dann der Irrtum, der gewinnbringende Irrtum sozusagen, wieder mal auftauchte. Nee, Kaiserschnitt ist doch ideal,
ist auch ideal für die Frauen und so weiter, ist doch super und so weiter. Und dadurch wurde dann bewirkt, dass die Babys krankheitsanfällig werden. Dadurch entsteht neue Kundschaft und dieser Irrtum erwies sich als gewinnbringender Irrtum. Der Kaiserschnittwahn erwies sich als gewinnbringender Irrtum und dadurch ist sozusagen letztendlich dann der hat sich dann mit den entsprechenden Kindern, die dann auch Medizin studiert haben, hat sich dann dieser Kaiserschnittwahn in die Welt der Medizinprofessoren hinein ausgebreitet sozusagen. Und das geht aber auch über Fachzeitschriften. Das muss nicht von Generation zu Generation gehen. Das reicht auch schon, wenn es über die Fachzeitschriften dann geht. Also man könnte sagen, die Kaiserschnitte führen dazu, dass dass die Kinder chronisch krankheitsanfällig werden und daran verdient die gesamte Medizinindustrie munter weiter. Und das deckt der interviewte Autor dieses Buches, Die heimlichen Herrscher, also das Mikrobiom, die Mikroorganismen als die kleinigen Herrscher. Und dann sprechen die beiden natürlich bei KenFM dann auch an, dass Antibiotika natürlich gerne verschrieben werden, also sozusagen wieder der gewinnbringende Irrtum, Antibiotika sind harmlos und können wir jederzeit mal einsetzen, auch wenn wir nicht sicher sind, ob es Viren oder Bakterien sind. Gegen Viren helfen sie ja angeblich gar nicht und so weiter. Nö, die setzen wir mal großzügig ein und auch in der Tiermast und überall werden sie großzügig eingesetzt, sind doch harmlos und so weiter. Natürlich sind sie harmlos für die Ärzteschaft, denn sie bringen ja dann sozusagen wiederholte Antibiotika, bringen die Darmflora dann nach und nach völlig in die Knie, dadurch kriegen die Leute andere Erkrankungen und dann sind die Praxen wieder voll. Ne? Und dann verdient sozusagen an diesem gewinnbringenden Irrtümertum des leichtfertigen Umgangs mit Antibiotika, also der Fehleinschätzung der Gefährlichkeit von Antibiotika, verdienen alle wieder. Dann entstehen auch noch die Krankenhauskillerkeime und die bringen dann wieder zusätzlich Arbeit für die Medizinbranche und garantiert wird jede dieser Arbeit auch honoriert. Ne? Also sie glauben doch nicht, dass da irgendjemand einen Handgriff macht, ohne dass er den bezahlt kriegt. Ne? Und also Antibiotika in Fleisch. Und dann haben wir auch noch den Desinfektionswahn, der also dann quasi unsere Symbionten tötet, also unsere natürlichen Schutzgäste tötet am Körper sozusagen. Und dadurch werden die Leute gerade umso häufiger krank, kriegen Allergien und so weiter. Und er deutet es auch an, was ich schon immer gesagt habe, die Kinder müssen im Dreck spielen, um sich natürlich zu impfen. Und wenn dann ein paar dabei sterben, dann ist es halt so, dass die in den ersten Lebensjahren, dass die den Test nicht bestanden haben, irgendwie kein konkurrenzfähiges Immunsystem haben und so weiter. Und dann lassen wir diese Kinder halt vielleicht mit Schmerzmitteln begleitet sanft sterben. Das ist doch der normale Gang der Natur. Nicht jedes Kind der Evolution, also nicht jede Lotterie der Evolution ist zum Überleben gedacht. Ja? Die Evolution produziert lauter Schrott, ja, die meisten Mutationen sind schädlich, ne? Und wenn wir jetzt natürlich hingehen und alle Mutationen, die schädlich sind, irgendwie künstlich am Leben halten, dann haben wir irgendwann einen fürchterlich schrecklichen Genbestand in der Menschheit, ne? Und der ist dann nicht mehr konkurrenzfähig zu den Viren und Bakterien und dann kriegen wir vielleicht wirklich eine große Seuche, wirklich, wirklich eine Killerseuche, ne? Ja. Dann auch Diabetes bei kleinen Kindern. Na, das ist natürlich die Ernährungsindustrie mit ihrem Diabetes bei den kleinen Kindern, habe ich ja alles geschildert. Ne? Ja, Babys. Einreiben, das habe ich geschildert, das ist natürlich, ob das aber so gut ist, ob nicht auch der zum Beispiel der Unterleibsdurchtritt, das, der bei der Geburt hat ja auch ganz andere Folgen, nämlich dass die Muttergefühle bei der Mutter ausgelöst werden, angeblich ja durch Liebeshormon sozusagen, dann auch zwischen Mutter und Kind, irgendwas mit
Zotin oder so ähnlich. Na, googelt das mal. Das fehlt ja dann, denn die extreme Dehnung des Unterleibs der Mutter bei der Geburt löst eben einen riesigen Hormoneinschuss wohl angeblich aus. Und der fehlt ja dann auch wieder beim Kaiserschnitt. Also ist dann auch wieder die Beziehung zwischen Mutter und Kind schlecht, ja. Also und so weiter. Dann kommt es zu Wochenbettdepressionen im Übermaße und so weiter. Und schon wieder kann ich behandeln, also wieder gewinnbringende Irrtümer, ja, durch den Kaiserschnitt, ne? Und ihr wisst, ich muss immer wieder zurück zu dem Ursprungsbild, weil YouTube einfach nur Bilder erkennt als Titelbilder, die häufig gezeigt werden, ne? Ja, dann wurde auch noch angesprochen in dieser großen Sendung von KenFM über die Mikroben, über das Mikrobiom noch angesprochen. Also Diabetes bei kleinen Kindern, das war die Ernährungsindustrie, die uns alle vergiftet und schon die kleinen Kinder krank macht, ne? Von wegen Gesundheitserwartung nur noch so und so viel Prozent, ja. Das Ganze ist halt ganz logisch. Unter den Bedingungen der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, sind solche Fehlentwicklungen mit den gewinnbringenden Irrtümern, die die ganze Menschheit krank machen und chronisch krank machen und so weiter, das ist ganz normal, ja? Und die auch dann sozusagen ja zur Anhäufung von schädlichen Mutationen in dem Weltgen gut zu tun. Also unsere ganze Menschheit ist ja weltweit eine Art und der ganze Genpool wird angehäuft durch die kapitalistische Medizin mit diesen Fehlanreizen und den ganzen gewinnbringenden Irrtümern, da wird ja versucht, jede schädliche Mutation sozusagen, das Kind mit schädlichen Mutationen trotzdem zum Überleben zu bringen und zur Fortpflanzung zu bringen, wodurch sich dann diese schädlichen Mutationen über die ganze Erde ausbreiten und dadurch ist der gesamte Genpool der Menschheit durch den Kapitalismus, durch die freie soziale Marktwirtschaft gefährdet. Und wie gesagt, es ist nicht gesagt, dass wir die erfolgreichste Art der Erde bleiben. Wenn wir uns so weiter schwächen, dann rennen andere Arten schneller als wir und dann sind wir vielleicht doch bald weg, ne? Denn ja, dann leben wieder die Bonobos und die Schimpansen und die Gorillas und die Orang-Utans unter sich, ne? Und da der Störfaktor Mensch ist tatsächlich weg, ne? Ja, und das wollen wir doch nicht, oder? Wollen Sie das wirklich? Ja, und dann sagen diese dabei KenFM noch was Richtiges, nämlich dass das Kooperative eben in der Evolution erfolgreicher ist, ist es aber auch viel schwieriger. Kooperation erfordert eben zum Beispiel bei großen Säugetieren eben große Gehirne und hohe soziale Intelligenz, sonst ist eben funktioniert die Kooperation nicht. Das heißt also, die Hardware-Voraussetzungen für Kooperation sind eben sehr hoch und deswegen kommt das in der Evolution, kam das Soziale und die Kooperation eben sehr spät, ja, weil das Primitive kloppt sich, ne? Und erst das Hochentwickelte kooperiert und verträgt sich und ist pazifistisch und so weiter. Ja, Christian Felber mit seiner Pseudogemeinwohlökonomie. Sekunde, Schluck Wasser. Täuscht so in seinem neuesten Vortrag wieder so diese Mittigkeit vor. Der versucht ja quasi zu tarnen, dass es sich bei ihm um einen Linksradikalen handelt. Er versucht ja so eine Mittigkeit, weil er ja auch davon spricht, was ja selbstverständlich ist, dass man Marktelemente in allem beibehalten muss und so weiter. Das ist für echte naturwissenschaftliche Planwirtschaftler, Sozialisten und Kommunisten selbstverständlich, dass man mit marktwirtschaftlichen Elementen arbeiten muss und mit Leistungsmessungen und so weiter, habe ich ja alles schon genannt. Das sind Selbstverständlichkeiten für vernünftige Denker, ja. Aber er spricht dann wieder so Worte aus wie Unternehmensverkleinerung. Wie soll denn jetzt ein Milliardärskönig oder wie sollen denn die Großkonzerne Deutschlands reagieren, wenn der Herr Felber das Wort von der Unternehmensverkleinerung in den Mund nimmt? Das heißt nichts anderes als wahrscheinlich irgendwelche Formen der Teilenteignung, des Diebstahls, des Wegnehmens der Neidgesellschaft. Ah, oh, neidisch, oh, diese großen Unternehmen und so weiter. Das wird nicht.
nichts. Also das ist ein Wahn. Das ist, also deswegen mögen ja auch die Fridays for Future und Greta Thunberg, wo sind sie denn hier, im Moment so die Gemeinwohlökonomie, die war so in den letzten Wochen vor der Corona-Krise so häufiges Thema sozusagen hier, unsere Greta, ja. Es war häufiges Thema, Greta Thunberg, Fridays for Futures, Four Futures, weil das natürlich, ja, das ist so eine, wie können Sie sagen, so ein Wolfs im Schafspelz. Das ist so, das tut so, als wäre es mittig und irgendwie doch marktwirtschaftlich. In Wirklichkeit hat es eben einen, den im Hinterkopf, den Hass auf die Reichen, auf die Milliardärskönige. Und noch einmal. Niemals werden die Milliardärskönige als die echten Herrscher dieser Welt, und es gibt über 2000 Milliardäre auf der Erde, diese Milliardärskönige werden niemals einer Änderung der gesellschaftlichen Struktur zustimmen, wenn sie merken, dass sie gehasst werden. Das ist also insofern können wir die Gemeinwohlökonomie schon eigentlich wieder endgültig abschminken, ja. Dann geht es weiter, seine versteckte linksradikale Feindseligkeit, also Felbers versteckte linksradikale Feindseligkeit gegenüber den Milliardärskönigen, wird sein Konzept immer zum Scheitern bringen. Das war also nochmal die Zusammenfassung, ja. Großunternehmen machen ja auch nicht mit, sieht man ja schon. Große Politik wird nicht mitmachen und macht nicht mit, wegen der Wirtschaftszerstörung. Denn dadurch, also denn es ist doch eine ganz heikle Geschichte. Wir müssen doch, also hier, wir sind doch, die Linksradikalen denken immer, wir seien doch alle geschützt. Ja, Saddam Hussein kann niemals unser Schicksal sein, Gaddafi kann niemals unser Schicksal sein, dass wir alle mal zusammengeschossen werden oder durch Biowaffen ausgelöscht werden oder durch Neutronenbomben das Land gereinigt wird und dann eben neu besiedelt wird durch die Eroberer und so weiter. Das kann uns ja alles nicht passieren. Die nordamerikanischen Indianer, sowas kommt ja nie wieder, kann ja nie wieder passieren. Ja, im Irak ist es doch passiert. Also das heißt, es passiert doch überall und deswegen ist Europa gehalten, es wäre mit den NextScientistsForFuture.de und deren wirtschaftlicher Vernunft und Volkswirtschaft, der neuen naturwissenschaftlichen Volkswirtschaftslehre, wird natürlich Europa wieder absolute Weltspitze werden. Ja, wird China abhängen, wird USA abhängen und alle anderen auch. Denn es gibt leider in der Evolution nur eine gute Position, die Position ganz oben. Ne? Also leider ist das so. Ja? Und das, was Felber macht, ja, würde die europäische und die deutsche Wirtschaft so schwächen, dass wir also wirtschaftlich noch viel schneller, als es schon Professor Hans-Werner Sinn prognostiziert hat, noch stärker absteigen. Und wir sind noch schneller dabei, dass wir wie die heutigen Afrikaner vielleicht von 2 Euro am Tag dahin vegetieren müssen. Ja? Und das bei härtester Arbeit. Ne? Ja, also wir haben es in der Hand, ob wir eben die Sklaven werden wollen in Zukunft oder ob wir auf der Herrenseite bleiben wollen. Und wie gesagt, wenn der Kommunismus sich dann weltweit durchsetzt, der echte Kommunismus, nichts zu tun mit Stalinismus, und dann hier alle wieder so liebevoll leben und dann in die Staaten sich auflösen, weil die Staaten nicht mehr gebraucht werden, weil nach der Phase der Abrüstung sozusagen dann keine Gefahr mehr von niemandem ausgeht und so weiter und alle mit ihren liebevollen Kommunen beschäftigt sind und ja ab und zu mal die Nachbarkommunen besuchen und dort ein Geschmuse ist und ein liebevolles Genießen, dann brauchen wir wieder Staaten und dann, also wir brauchen keine Staaten mehr. Und wir brauchen vielleicht sogar irgendwann kein Geld mehr und wir brauchen das alles nicht, weil das ist alles Kunstprodukt der freien sozialen Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall gewesen, der tragischsten Fehlerfindung der Menschheit. Das war einfach nur eine tragische Fehlerfindung und wir müssen halt diese tragische Fehlerfindung beenden. Ja? Und ja, das ist da dann unsere, brauchen wir alles nicht mehr. Und dann ist es auch nicht mehr schlimm, wenn wir hier in Europa dann, das läuft dann ganz natürlich ab. Hier, wenn wir in Europa
die leistungsfähigsten der Welt sind, aber wir alle in Kommunen leben, dann sickern die Gene unserer leistungsfähigsten Frauen und leistungsfähigen Männer, deren Mutationen, auch Leistungsfähigkeitsmutationen, die sickern durch die kleinen, liebevollen Kontakte zu den Nachbarkommunen, sickern dort die Gene ein, die Leistungsfähigkeitsgene ein, werden von dort aus wieder als Leistungsfähigkeitsgene in andere Kommunen transportiert, bis sie dann so nach und nach die ganze Welt erreichen und der gesamte Genpool der gesamten Menschheit weltweit von diesen Leistungsgenen angefüllt ist und dann unser Genpool aufgewertet ist gegenüber den anderen Arten dieser Erde wie Viren und Bakterien, Mikroorganismen, aber auch anderen Tieren und so weiter, ja? Denn schließlich, rein theoretisch, hätten auch die Bonobos die Möglichkeit, mit ihren feinen Händen sozusagen eine Evolution, wenn wir kaputt gehen würden, weil wir so uns durch die freie soziale Marktwirtschaft so zerstören würden, hätten die Möglichkeit dann, wenn wir ausgestorben sind, dann die Bonobos die Position zu übernehmen, denn die haben auch Hände und relativ große Gehirne und damit alle Voraussetzungen dafür, Weltherrscher zu werden. Und ja, und dadurch sozusagen, und dann könnte es leider auch wieder passieren, dass die Bonobos auch in die Falle der freien sozialen Marktwirtschaft hineinfallen und dann machen sie dasselbe Schicksal wie wir auch nochmal durch, nämlich eben, dass sie es nicht schaffen, sofort die Wohlfühlstimme als Maßstab der Verdienstzuschlägeverteilung zu machen, ne, ja. Diese Verdienstzuschläge könnten erstmal privatwirtschaftlicher sein, von den Krankenkassen an die guten Ärzte sozusagen und die guten Lebensmittelhändler und könnten dann noch durch staatliche, das wäre dann schon wieder Planwirtschaft, aber gute Planwirtschaft, Verdienstzuschläge für Firmen, die Gesundheit, die meine Gesundheit und meine Wohlfühlen messbar bewiesenermaßen verbessert haben. Das ist Planwirtschaft zugegebenermaßen, aber eben ideale naturwissenschaftliche Planwirtschaft und nicht es einem Raubtier freier sozialer Markt zu überlassen, sozusagen. Ja, also, Felber nimmt weder die Mächtigen mit, noch kann er eine Stabilisierung und Stärkung der Wirtschaft zeigen, also sozusagen, sondern er würde unsere Wirtschaft ruinieren. Christian Felbers Gemeinwohlökonomie in dieser falschen Form, im Gegensatz zu der Gemeinwohlökonomie der und postkapitalistischen Gesellschaft der Next Scientists for Future.de, wäre der Ruin Europas. Und das muss ich vielleicht mal öfter erwähnen, dass die Next Scientists for Future.de nach der Einführung der Wohlfühlstimme oder auch nur der Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege und einige andere Reformen von einem Wirtschaftswunder von jährlich dauerhaft 0,5 Billionen, das sind 500 Milliarden Euro alleine für Deutschland, nicht für Europa, sondern alleine für Deutschland von 500 Milliarden Euro pro Jahr Wirtschaftswunder ausgehend, nicht, das ist ja auch der einzige Grund, warum wir uns den Luxus hätten leisten können, den Fridays for Future, den Kohlestopp 26 voll zu finanzieren und 900 Milliarden sonst noch in den nächsten 7 Jahren für Klimaschutz auszugeben. Das hätten wir machen können, könnten wir immer noch, aber Fridays for Future und Greta Thunberg liebäugeln mit linksextremistischen Träumereien und da passiert dann halt nichts mehr, ne? Da sind sie jetzt genauso uninteressant wie die ganzen anderen Linksextremisten, ne? Ja, dann Dr. Markus Krall, da wurde jetzt auch in einem Video wurde dann also eins in einer Sendung wurde ein wir sollten also nicht mehr von Videos sprechen, sondern von Sendungen, denn die Internet-Fernsehplattformen sind ja eigentlich, das sind eigentlich die alternativen Fernsehsender Deutschlands, ne? Oder der Welt, ne? Und deswegen sollten wir von Sendungen sprechen, so wie wir das ja auch beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen machen. Da sprechen wir auch von Sendungen. Ja, und in irgendeiner Sendung wurde da, ach so, das war bei Christian Felber, der hat eingeblendet von Mises, also der Gott von Dr. Markus Krall, bei dem er gelernt hat quasi oder inhaltlich gelernt hat,
Entweder Kapitalismus oder Sozialismus, ein Mittelding gibt es eben nicht. Ja, von Mises kannte natürlich die Next Scientist for Future.de noch nicht. Also da gab es tatsächlich vielleicht noch kein Mittelding. Aber jetzt gibt es eben das Mittelding und damit ist der gesamte Denkansatz von Dr. Markus Krall eigentlich überflüssig und beendet. Denn es gibt jetzt das gute Mittelding. Ja, also und eben bei den Next Scientist for Future.de. Alles ein Wort natürlich. Rainer Mausfeld, Professor Rainer Mausfeld, der nächste Linksideologe, der nächste Linksradikale, wieder in eine Sendung mit ihm. Na? Gibt es Hoffnung für Dilemma? Nein, also nochmal, Herr Mausfeld, immer dieses Appellieren an Dilemma. Dilemma sind hier, das sind die Mitläufer, die können nicht ausreichend denken, ihre Intelligenz ist zu gering. Ein Wandel kommt nicht von daher. Wenn, dann kommen wie bei den gewalttätigen Kommunisten und Sozialisten, diesen Pseudokommunisten, Pseudosozialisten, Pseudoplanwirtschaftern, die eigentlich nur Diebe und Raubmörder sind. Da kann es dann einige Clevere hier geben, so ein paar Halbintelligente hier geben, die Massen verführen und dann sich selber als Diktatoren an die Stelle der bisherigen Milliardärskönige setzen würden, sozusagen. Und dann ist der ganze zukünftige Staat wird wirtschaftlich ruiniert, weil die sind schon mal als Staatenlenker und als Planwirtschaftler nicht klug genug, weil sie nicht hier die Spitze sind, sondern nur hier raus stammen. Denn man kann solche sozusagen gewaltsamen Ideologien nicht glauben. Also Professor Mausfeld wäre dann so eine Art Revolutionsführer vielleicht, ja, und so ein Vordenker. Aber seine Intelligenz ist eben leider auch nur hier, denn sonst wäre er ja bei den Next Scientists for Future.de und dann hier, ja. Aber diese Intelligenz hat er einfach nicht, denn man kann eben nicht linksradikal denken als Wissenschaftler, ohne nicht eine reduzierte Intelligenz aufzuweisen, wie zum Beispiel Professor Bernd Senf, der auch eine reduzierte Intelligenz haben dürfte. Das ist jetzt natürlich alles Vermutung und Rätselraten, aber spricht alles dafür, dass es sich da um reduzierte Intelligenzen handelt, denn sonst kann man diese antiwissenschaftliche marxistischen Thesen nicht für voll nehmen. Ja? Also sowas kann man nicht für voll nehmen. Ja? Ja, es gibt eben keine Hoffnung für Dilemma, denn Dilemma sind nun mal Lämmer, ja. Und das sehen wir jetzt, dass die Leute jetzt im Moment den Christian Söder hochjubeln, weil sie es gar nicht hart genug haben können mit dem Diktatorischen und den Vorschriften und so weiter. Und dass sie ja dadurch, dass sie alles glauben und der Arzt für sie sowieso der Gott in Weiß ist und sie die freie soziale Marktwirtschaft null hinterfragen können, da kommt nichts, da ist nichts, ja. Also noch nie waren sie die Bürger so untertanmäßig wie jetzt und so hörig an den Lippen der Oberen hängend wie jetzt. Ja? Und sie bedanken das damit, dass sie jetzt, wenn die Umfragen so stimmen, quasi Christian Söder, den harten Mann aus Bayern, den Durchgreifer sozusagen zum Kanzler, den starken Mann zum Kanzler wählen würden. Ne? Ja, das ist die Realität. Das sind alles Träumereien von den Linksextremisten, die immer die Hoffnung, dass Dilemma plötzlich klug würden. Das geht aber nicht, weil sie genetisch nicht klug sind. Ne? Also nochmal, der große Aberglaube der Linken ist ja, dass alle Kinder gleich genetisch sind. Aber das sehen wir doch an dem Coronavirus. Mutation ist das Wesen der Natur, also Mutation, Variation und Selektion, ja? Also das heißt, unser Genom, unsere DNS-Mengen sozusagen, sind darauf angelegt, ein Ungleichheitsgenerator zu sein. Also die Erzeugung von Ungleichheit ist das Wesen unseres eigenen Genbestandes. Und liebe Linksextreme, dann merzt doch mal aus euren Körperzellen, aus euren Milliarden oder Hypermilliarden Körperzellen mal bitteschön überall die DNS raus, damit eben dann eben endlich Gleichheit hergestellt wird und damit dann nicht ständig Ungleichheit erzeugt wird, sozusagen durch unser Genom. Ja, das ist alles illusorisch, sind alles Traumwelten, ja, antinaturwissenschaftliche Traumwelten. Ne? Ja, Professor Mausfeld wurde vor
noch vor einigen, also er sagt dann so, noch vor einigen Jahrhunderten gab es Gesellschaften, wo eben nicht wenige Reiche über den Rest herrschten. Ja, ist doch klar, dass vor einigen Jahrhunderten die negativen Auswirkungen der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, noch nicht so gewaltig waren wie heute. Und dass dann eben doch irgendwie noch sowas wie ein liebevolles Kommunenleben, kommunistisches Leben bei den nordamerikanischen Indianern, da habe ich öfters Berichte gehört in diese Richtung und so weiter. Und denken wir an die matriarchalen Restkommunen, die es noch gibt, ja, den Restmatriarchalismus sozusagen auf der Welt im Gegensatz zum Patriarchat. Sagt man, glaube ich. Das Restmatriarchat auf der Welt gibt es ja noch und natürlich ist es ein langsamer Übergang weg von der liebevollen kommunistischen Lebensweise hin zur freisozialen marktwirtschaftlichen versinglungsüberindividualisierten, schlicht auf Deutsch gesagt, Einsamkeitslebensweise sozusagen, wo uns gerade statt einer ganzen geliebten Kommune gerade noch mal ein langweiliger Ehepartner gegönnt wird und ein, zwei Kinder oder so und mehr sozialer Kontakt ist dann nicht mehr, der Rest sind oberflächliche Kontakte, die nicht befriedigen. Ne? So. Ja, das ist ganz klar, dass das dann wurde über das Grundeinkommen gesprochen, ja, auch bei Mausfeld, ja, ja. Das ist eben die Frage, da ist Professor Mausfeld zum Glück auch relativ unentschieden. Das ist übrigens der einzige Punkt, der bei den nextscientistsforfuture.de noch völlig offen ist. Die haben ja einen Professor, der für 1250 monatliches Grundeinkommen ist. Es gibt Vorschläge eines ganz kleinen Grundeinkommens, aber das sind nur Diskussionsvorschläge, weil man eben nicht weiß, ob nicht Professor Panse von den vom Weltrat der Weisen recht hat. Der sagt, nee, also der Mensch braucht schon eine gewisse gesunde Angst, um überhaupt aus dem Sofa rauszukommen. Ja, ja, das ist halt die Frage in der Natur. Ne? Natürlich haben die alle Nahrung gesucht aus Spaß und so weiter. Ja, auch die Katze sucht ja Nahrung aus Spaß. Die jagt ja Mäuse, auch wenn sie satt ist. Ne? Aus Spaß. Ne? Ja, aus Spaß an der Nahrungssuche. Ja, aber ist die Frage ist halt, ist denn nicht doch so ein bisschen die Angst vorm Hunger auch so ein bisschen nötig, um doch noch den entscheidenden Antrieb dann zur Nahrungssuche und damit zur Arbeit sozusagen zu liefern? Also, na, das sind so unklare Fragen, also ob dann noch eine gesunde kleine Angst nicht doch ganz natürlich erforderlich ist, ne, für Antrieb, ne? Ja, das ist eine völlig offene Frage, ob dann nicht am Ende beim großen bedingungslosen Grundeinkommen nicht auch die große Faulheit die Folge ist, besonders da unsere Menschen ja sozusagen alle zu Egozentrikern durch die freie Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, natürlich zu Egozentrikern, zu Überindividualisten, zu Einzelgängern und gegeneinander, also zu antisozialen Persönlichkeitsgestörten sozusagen, ja, erzogen worden sind. Und da kann es dann schon sein, dass die dann einfach gar nichts mehr für die Gemeinschaft tun dann, ja, sondern ihr Ding tun, spielen und Computerspielchen spielen und saufen und rauchen und ja, geht uns doch gut, ne? Und ja, also ganz auch zu Dr. Professor Mausfeld muss man sagen, Professor Mausfeld, die Feindschaft gegen die Mächtigen muss aufhören, das wird nichts, ne? Also dieses ständige Gehetze gegen die Mächtigen, das bringt doch alles nichts. Dann haben wir den nächsten Linksradikalen, den USA-Linksradikalen, auch glaube ich ein Professor Noam Chomsky, kennt man aus der Sprachforschung, kenne ich noch vom Studium her und so weiter. Auch wieder so ein Linksradikaler, ja. Und hört auf, Leute, gegen die Mächtigen und so weiter zu hetzen. Ja, wir müssen, es gibt nur eins. Entweder wir verändern gemeinsam mit den geliebten Milliardärskönigen diese Welt und heilen sie, oder
die Mächtigen werden einfach, die werden uns weiterhin natürlich als Sklaven behandeln, denn wir haben ja nichts mehr miteinander zu tun. Wir gehören ja nicht mehr zu einer Kommune, wo sich alle lieben, sondern wir sind ja jetzt gespalten und getrennt durch die freie soziale Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall, wie ich ja heute wieder mehrfach bewiesen habe. Ne? Ja, und dann geht es hier weiter. Richard David Precht in der neuesten Sendung, ich glaube bei Thilo Jung jetzt hier, in der Sendung von Thilo Jung, Jung und Naiv, ja, da erpuppt sich Thilo Jung als Linksradikaler, hat ihn natürlich eingeladen wegen seiner Linksanteile, aber er hat sowas Gemäßigtes. Das ist wieder das, was ich so sage. Das Normale hat sowas, so ein paar linke Elemente und so ein paar rechte Elemente, der hat der Mainstream, die aber irgendwie gar nicht miteinander versöhnt sind. Und erst bei den nextscientistforfuture.de findet man die Versöhnung der beiden Seiten und dass wirklich alle potenziell versöhnen können, denn die Wohlfühlstimme wäre für jeden Menschen ein Segen, für den Milliardär und für den Ärmsten, ne? weil jeder Mensch dann erstmals zählt, ne? Und nicht das Wirtschaftssystem über uns hinwegrollt, ne? Und uns nur als Geldquellen verwendet, ja? Wie es ja bisher ist. Ja, ja. Der Richard David Precht lehnt also als Philosoph sozusagen, ja, schaut euch den richtig guten Philosophen an, den Professor Claudius Strube, der Next Scientist for Future D, und sein Videotalk an, seine Talksendung an, nicht Video, Talksendung an sozusagen. Bei den nextscientistforfuture.de, da müsst ihr bei den Videos schauen, ganz unten sozusagen, dann habt ihr einen richtig guten Philosophen, der weiß, dass wir die Evolution mit einbeziehen müssen in das Philosophieren, sonst taugt Philosophie nicht viel, ja, weil sie dann weltfremd ist. Ne? Und Precht bezieht eben die Evolutionsbiologie nur rudimentär ein, er versteht sie nicht und deswegen ist er natürlich ein realitätsferner Philosoph. Ne? Und, aber immerhin lehnt er alle Verschwörungsideen ab, also so, dass da irgendwelche bösen Strippenzieher seien. Ich habe ja gerade vorhin nachgewiesen, dass alle sich nur irren und alle es gut meinen, aber Irrtümer sind eben auch tödlich, ne? Und können uns alle umbringen. Ne? Ja, und er betont halt auch nochmal, ja, das ist natürlich schon alles sehr merkwürdig, dass also wir jetzt in Deutschland über 2600 sogenannte Corona-Tote sind es ja, uns aufregen, während wir uns über die 25.000 Grippetoten vor einigen Jahren und in den letzten Jahren pro Jahr sozusagen überhaupt nicht aufgeregt haben. Ne? Das deutet er immerhin auch an. Ja? Und dann, er hat also sozusagen alle Medizinkritik in den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern der letzten 40 Jahre hat Richard David Precht einfach ignoriert. Also sozusagen, ja, mal als Gegenkost einfach mal die Sendungen von Dr. Med. Gerd Reuter mit TH schauen im Internetfernsehen, ja, im alternativen Fernsehen. Und dann schlackern einem die Ohren darüber. Und davon gibt es ja tausende Ärzte, die also ausgepackt haben, was für Schädlichkeiten. Ach, ich kann es ja mal gerade noch mal kurz andeuten, der sagt eigentlich alles. Das ist so die Zusammenfassung der letzten 40 Jahre öffentlich-rechtliches Fernsehen über die Missstände im Gesundheitswesen. Der Arzt, auch wieder ein guter Arzt, Ausnahmearzt Christian Zimmermann. Unser Gesundheitswesen ist in weiten Bereichen zur größten Gefahr für unsere Gesundheit geworden. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ja, sozusagen, da ist nichts hinzuzufügen.
das Pflegesystem, ja, da geht es nicht nur darum, die besser zu bezahlen. Es geht überhaupt erst einmal dafür, den Pflegekräften zu erlauben, zu Gesundheitsförderern, Lebensverlängerern, zu Lebensqualitätsförderern zu werden. Denn die Wohlfühlstimmen würden ja da, also sozusagen die Pflegeheime in Kommunen umwandeln. Die Pflegeheime wären vielleicht noch schneller als die Hausarztkommunen, wären die Pflegeheime umgewandelt in Kommunen, denn wenn die Wohlfühlstimmen entscheiden und die Gesundheitsdaten entscheiden, dann wird ein Altenpflegeheim von den Heimleitern sozusagen in ein Gesundheitsparadies und Glücksparadies umgewandelt, also schlichtweg in eine Kommune. Also das heißt, die alten Pflegeheime, da werden dann die Alten hier wieder miteinander knuddeln und es wird sozusagen wieder, wir werden uns wieder zum Kommunismus, zum Naturkommunismus zurückbewegen und nicht diesem geisteskranken Stalinismus, Maoismus und all dem Schrott, den wir auf der Erde hatten, der von den linksextremistischen Spinnern da gemacht wurde. Ich sage das deswegen so hart, damit jeder klar sieht, also die Next Scientists for Future.de haben nichts mit diesen linksextremistischen Spinnern und Mördern und Raubmördern und Dieben zu tun, diesem ganzen Gesindel. Dass die Worte Kommunismus und Sozialismus und Planwirtschaft so abscheulich missbraucht haben, diese Lumpen sozusagen. Das sind Verfassungsfeinde, das sind verfassungsfeindliche Verbrecher, mehr sind das nicht. Ich sage das deswegen so deutlich, weil wir immer wieder diesen Schwachsinn hören, dass wir irgendetwas mit diesen schwachsinnigen Pseudokommunisten, Pseudosozialisten und Pseudomarktwirtschaften zu tun hätten. Das ist der Abschaum der Menschheit. Verfassungsfeinde, die gehören alle ins Gefängnis. Ne? Mehr nicht sind das. Ja, ja und jetzt eben, China zieht davon, ist da nochmal so aufgetaucht. Ja, also es kann nämlich jetzt sein, wenn meine Anekdote, mein humoristischer Witz stimmt, dass die Chinesen also die kapitalistischen medizinhörigen Länder sozusagen etwas angepiekst haben und die jetzt sozusagen zum wirtschaftlichen Ruin gebracht haben und China jetzt stramm seine Wirtschaft wieder anzieht, dann wird China halt der Weltherrscher und eben nicht Europa und USA, ja, sozusagen. Ja, also Brecht ist halt etwas vernünftiger als die Linksextremen, ja. Er ist halt sozusagen irgendwo spricht er für die freie Marktwirtschaft. Das ist dann wieder diese Paradoxie. Da ist er plötzlich wieder ganz rechts, nämlich so freie Marktwirtschaft. Ja, so erwähnt er plötzlich. Das ist natürlich braucht eine gute Gesellschaft mit idealer Planwirtschaft viele marktwirtschaftliche Elemente, aber doch, wie gesagt, gezielt eingesetzt. Beispiel, beste öffentliche Verkehrsmittel hat die Schweiz und die haben das eben staatlich planwirtschaftlich gelöst. Wahrscheinlich haben die auch Leistungselemente und Wettbewerbs- und Marktelemente eingebaut, gezielt. Ja, aber doch nicht, es ist doch nicht alles, was dem völlig freien, wilden Markt überlassen wird, ist da wirklich funktioniert gut. Ja, man kann ja auch zum Beispiel auch diese ganzen Roller, diese verschiedenen Firmen, die sich da jetzt überall Konkurrenz machen, wahrscheinlich werden die Leute überfordert, weil sie so viele verschiedene Apps brauchen, um so viele verschiedene Roller starten zu können. Das hätte man vielleicht auch mit Wettbewerbselementen machen können. Man hätte mal so zwei Hersteller gegeneinander laufen lassen können und Wettbewerbselemente, sodass man dann nur zwei und dann hätten die sich weiterentwickelt und so weiter, hätten sich fusioniert mit den jeweiligen anderen Firmen und man hätte aus den Rollern das Beste vom Besten gemacht. Dann hätten wir drei konkurrierende Roller auf den Straßen und die würden immer besser werden und wir hätten auch wieder Wettbewerbselemente drin und so weiter und hätten aber nicht so ein Chaos dieser wie Müll auf den Straßen rumfallenden 20 verschiedenen Firmen von Rollern. Ne? Also das, wo dann die Leute sagen, naja, das ist mir zu viel, jetzt wieder eine andere App, nur um so einen Roller. Ich bin so ein Ding nie gefahren, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor, da jetzt mit 20 verschiedenen Firmen. Bei uns in Köln hier sind manche Firmen verschwunden, andere neue aufgetaucht. Was soll so ein Chaos sozusagen, was soll da der wirkliche Gewinn dabei sein? Ne? Ja.
Ja, Thilo Jung spricht wieder dabei auch im Gespräch, packt da mal wieder sein Linksradikales aus von den Herrschenden, ja, also hier, ja, wie denkt er denn, dass die unsere geliebten Milliardärskönige, wie sollen die wieder in unsere Kommunen zurückkommen, wenn wir sie als die Herrschenden beschimpfen? Denn es ist doch ganz klar, dass das negativ gemeint ist und nicht als Liebesangebot gemeint ist, ne? Ja, und dann auch wieder, ja, ja, da kommt das wieder, das Linksradikale auch bei Richard David Precht wieder zum Vorschein. Ja, der findet es entsetzlich, dass wir es nicht schaffen, die Kinder da aus Griechenland rauszuholen und so weiter. Ja, ja, das ist, ja, also schauen wir es uns doch mal gerade an. Was ist denn, wenn diese Kinder alle von Intelligenzquotienten alle stammen von unintelligenten Eltern und die alle diese Intelligenz haben, dann machen wir einen riesigen Aufwand im Bildungssystem und versuchen diese kleinen Kinder sozusagen also leistungsfähiger zu machen. Dann schaffen wir es gerade so, dass die vielleicht hier leistungsfähig werden. Aber dadurch haben wir unsere gesamte Volkswirtschaft, die ganze europäische Volkswirtschaft schwächer gemacht, dümmer gemacht, weniger leistungsfähig. Die wenigen Klugen müssen diese immer mehr werden und dann auch noch Kinder kriegenden dummen Menschen sozusagen durchfüttern, ja, und das ist so wieder dieses Naive, wir holen einfach mal ein paar Kinder rein, als ob es garantiert wäre, dass diese Kinder intelligenzmäßig hier liegen. Woher nimmt Richard David Precht diese Sicherheit, ja, dass die uns volkswirtschaftlich nützen können, dann wären sie natürlich herzlich willkommen. Also wir müssten doch mindestens mal einen Kinderintelligenztest bei diesen Kindern machen und dann gucken, wen wir aufnehmen und wen wir retten und wen nicht und so weiter. Und wir nehmen ja gerne intelligente Menschen auf aus aller Welt. Ja? Jedes vernünftige Land der Erde, das ist ja der Braindrain, jedes Land versucht ja attraktiv zu sein für die klügsten Köpfe der Menschheit, weil die befruchten uns genetisch, also von wegen Rassenschwachsinn, also die befruchten uns genetisch und mischen unsere Genetik positiv auf und die sozusagen bringen uns auch berufliche Qualifikationen mit, die wir vielleicht nicht im eigenen Lande haben und so weiter. Ja, also das heißt, das ist eine Befruchtung in jeder Hinsicht, ja. Ausländer, also Multikulti, ja, aber doch bitte nur in dem Bereich, niemals Multikulti hier. Denn Multikulti hier, das sehen wir doch, was das für eine Katastrophe ist in Europa. Ja, überall in Frankreich und so weiter, überall völlig kaputte Gesellschaften mit Parallelgesellschaften und allem. Ja, denn die Genies, die zu uns kommen, die integrieren sich sofort, die assimilieren sich. Ja, also Multikulti hier ist tödlich und Multikulti hier ist super, ja, also wir wollen Multikulti, aber doch hier bitteschön, ja, hier oben im Hochleistungsbereich, ja, und dann versteht er eben auch die Konsumsucht nicht, ja, Richard David Precht, ja, der will natürlich gefragt sein, es ist doch klar, dass jemand wie er immer wieder gefragt sein will und er versteht überhaupt nicht das, was ich auch eben angedeutet habe. Da muss ich nochmal hinkommen. Er spricht also, er versteht die ganze Konsumsucht nicht. Er versteht nicht, warum die Menschen immer nur kaufen und shoppen und kaufen und shoppen und kaufen und shoppen. Ein Spielzeug nach dem anderen. Ja, ist doch klar, ich habe es doch eben erklärt. Dadurch, dass der Irrtum aufkam, dass dieses ganze Schmusen in der Gruppe und Massage, Fellpflege und Körperkontakt doch eklig sind, sozusagen. Und dadurch wurde ja den Menschen das Glück genommen, die Endorphine genommen, der Glückshaushalt wurde zerstört und der Glücksspiegel runtergefahren und dann ist doch klar, dann bleibt nur das Konsumieren als Versuch, wieder Glück ins Leben reinzuholen sozusagen, als Ersatzbefriedigungsversuch, als Kompensationsversuch und das versteht Precht auch wieder überhaupt nicht, ja. Und dann sagt er, ja, das ist ja ein Riesenrätsel, wie sozusagen die neue Gesellschaft aussehen könnte. Ja, für ihn ist es ein Riesenrätsel, weil er nicht wahrhaben
glauben will, dass die Next Scientist for Future.de einfach kompetenter als er selber sind und das gelöst haben. Ja, das, weil dort eben zum Beispiel ein fähiger Philosophieprofessor dabei ist und nicht ein wenig kompetenter, leicht linksradikaler und leicht plötzlich wieder rechter Verherrlicher des freien Marktes ist. Also er hat kein Konzept, aber die anderen haben das Konzept. Und nur weil er kein Konzept hat, sagt er so, ach ja, ne, es gibt keinen Entwurf, ja? Ja, weil er ihn nicht sehen möchte. Denn dann würde es heißen, ja, warum haben wir so jemanden mit so wenig Kompetenz wie Richard David Brecht so viel Raum in der Gesellschaft gelassen, wenn er doch gar keine Lösung hat und gar nichts weiß und gar nichts kann, ne? Ja, das ist halt das Dilemma dabei. Na gut, aber wie gesagt, nochmal ganz klar, also das muss man sich immer klar sein, ja, also hier, da muss man immer klar sein, natürlich hätten wir gerne jetzt auch Millionen Klicks bei die verschiedenen Sender, die unsere Videos veröffentlichen und unsere eigenen Sender, die hätten natürlich alle gern Millionen Klicks, aber wir müssen einfach damit leben, dass hier dumme Menschen dumme Autoren lesen. Ja, und da leider viel mehr dumme Menschen auf der Erde sind als die wenigen Klugen, die es gibt, sozusagen, gibt es natürlich Bestseller nur von dummen Autoren. Ja, denn wie sollen die wenigen Klugen einen Bestseller erzeugen? Sozusagen, das geht gar nicht. Also die Klugen, die müssen froh sein, wenn sie irgendwann 3% der Gesellschaft erreichen und überzeugen können. Das ist das höchste der Gefühle. Deswegen also sozusagen, wir machen was verkehrt, wenn wir vielleicht irgendwann Millionen Klickzahlen kriegen, weil dann würde es ja bedeuten, dass die Dummen uns gut finden, dann haben wir vielleicht irgendwie einen Fehler gemacht. Dann sind wir irgendwie einem falschen Konzept nachgegangen, dass wir plötzlich genauso viel Applaus wie ein Adolf Hitler kriegen oder so, wie so ein Dummbatz. Ne? Das wäre dann vielleicht sogar eher ein Alarmsignal. Ne? Mal gucken. Was wir brauchen ist sozusagen auch Liebe, die jetzt nicht selbst Milliardärkönige sind. Wir müssen mit denen gemeinsam die Welt retten, denn gegen sie ist alles unmöglich. Ne? Das ist keine Chance. Ne? Ja, das war jetzt mal wieder die wissenschaftliche Tagesschau heute. Vielleicht gibt es heute Abend noch mal eine Ausgabe. Ne? Das war jetzt so die Nachmittagssendung, ne? So die 16-Uhr-Sendung vielleicht oder irgend sowas in der Art. Alles klar, ja, bis bald. Und ich hoffe, einige wenige hatten wieder ein bisschen Spaß daran. Und ich hoffe, dass die ganzen rechtsradikalen und linksextremistischen Verfassungsvereine mal wieder im Viereck gesprungen sind bei diesem Video. Aber liebe Leute, dass ihr seid völlig auf dem Holzweg. Also hier mit euren verfassungsfeindlichen Ansätzen, das ist alles, ihr seid da praktisch Kriminelle und das wird nichts. Kriminell werden und dann denken, eine bessere Welt zu erschaffen, das geht nicht. Ne? Tschüssi.